Dieser Workshop, diese Session hat einige Ziele. Zum einen, dass die Welt danach besser und glücklicher wird als vorher, mit dem, was wir aus dieser Session mitnehmen. Und dass wir alle ein bisschen besser lernen, Nein zu sagen. Dass wir etwas besser verstehen, welche Mechanismen eigentlich dahinter stehen, wie ein Nein funktioniert oder warum es uns so schwerfällt, Nein zu sagen oder warum ein Nein wichtig ist. Und dafür wird es ein bisschen Input von mir geben, es wird Diskussionen, Erfahrungsaustausch geben und einige Übungen, weil man Dinge tut. Sind diese Ziele und diese Herangehensweise für alle okay? Hervorragend. Wir haben ja noch nicht gelernt, Nein zu sagen. Nein. kurz ein paar Worte zu mir, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Also selbst reden, mir fällt es schwerer, als ich es gerne hätte, Nein zu sagen. Und ich unterrichte auch Sachen, die Themenbereiche, die damit zu tun haben. Das eine ist gewaltfreie Kommunikation, was eine Kommunikations- und Konfliktlösungsherangehensweise ist, die davon ausgeht, dass man sagt, was man will, was man braucht und dass man um den gewinnen kann und dass man auch Nein sagen kann. Und dadurch wird man glücklicher. Also funktioniert tatsächlich super, um einfach im Alltag besser das zu kriegen, was man braucht, ohne anderen Leuten auf die Füße zu treten. Der zweite Bereich ist Zeitmanagement. Was mache ich mit meiner Zeit und was mache ich mit meiner Zeit nicht, damit ich die Sachen machen kann, die ich will. Und der dritte Bereich ist Content Culture. Es gibt keinen guten deutschen Begriff dafür. Wer kennt diesen Begriff? Ich? Hervorragend. Okay, ich erkläre kurz, was Content Culture ist. Also wörtlich übersetzt Konsenskultur oder Einverständniskultur. Das ist eine Herangehensweise, bei der man davon ausgeht, bevor man Leute anfasst, insbesondere im sexuellen Sinne, fragt man vorher und holt sich das Ja. Und wenn man kein Ja hat, irgendwie vereinbart und das auch nicht irgendwie nonverbal kommuniziert mit Umarmung oder so, dann fasst man die Leute halt nicht an. Also Ja bedeutet Ja. Und in diesem Bereich unterrichte ich was in verschiedenen Communities. Also auch in Communities, die ja 2-3 Communities sehr ähnlich sind, aber noch deutlich kuscheliger sind, also öfter mal umarmt und gekuschelt wird und wo es umso wichtiger ist, dass man halt Nein und Ja sagen kann. Die Leute nicht bedrängt und nicht bedrängt wird. Es gibt drei wichtige Regeln auf diesem Workshop. Die zwei Regeln kennen einige von euch schon, die in meinen Workshops waren. Die erste Regel ist die, es gibt keine dummen Fragen-Regel. Die besagt, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder fragen wollt, fragt einfach. Und es gibt keine dummen Fragen. Es gibt Fragen, die die anderen sich auch fragen, aber die sich nicht trauen zu fragen. Deswegen muss sich jemand erbarmen, die Fragen im Raum steht zu fragen. Und es gibt Erklärungen meinerseits, die nicht zu dem passen, was ihr gerade an Erklärungen braucht oder was ihr an Erfahrungen und Vorkenntnissen habt. Also einfach Fragen, Fragen, Fragen. Und die dritte Regel, die speziell für diese Session ist, es ist völlig okay, dass ihr zwischendurch sagt, ach, jetzt nehme ich gerade nichts mehr mit oder eigentlich ist das nichts für mich oder es wird mir zu intensiv oder so, ich gehe raus. Das ist explizit erlaubt. Weil es halt tendenziell auch eine Session ist, wo man ein bisschen was Persönliches austauscht und Sachen und Erfahrungen macht und so. Sind diese drei Regeln für alle okay? Die keine dummen Fragen-Regel, die Joker... ich habe die Joker-Regel vergessen zu erklären. Okay. Die Joker-Regel ist, wenn irgendwas ist, was euch beim Arbeiten oder so hindert, dann habt ihr nicht das Recht, sondern die Pflicht zu sagen, Joker, es geht mir zu schnell, zu langsam, ich verstehe das nicht, es ist von der Stimmung her komisch, ich brauche nicht. Ja, liebe ich viele Joker. Also, sind die drei Regeln okay? Joker, keine dummen Fragen. Es ist okay, rauszugehen. Wird die Session gestreamt? Wird die gestreamt? Oder steht die irgendwo öffentlich hinterher zum... Normalerweise stellen wir die öffentlich. Ja, okay. Nur, damit ich weiß, was ich persönlich ist. Preisgeben, danke. Dann würde ich doch bitten, diese Session nicht zu filmen. Also der Teil, wo ich Input mache, der ist relativ klein. Ist halt viel Diskussion, deswegen bitte nicht aufnehmen. Dann machen wir es doch so. Wir lassen nur das Intro, wo du das erklärst, ja. Und dann machen wir den Cut, damit wir einfach nur darstellen, wir haben auch so ein Thema. Okay, gut, dann würde ich Bescheid sagen, wenn ich mit dem Intro fertig bin. Okay, vielen Dank. Gut, dann zu der Sache mit dem, was ist ein Nein eigentlich? Kurzer Input von mir. Ein Nein ist eine Aussage... Hier ist gerade eine Grenze und du bist gerade dabei, die zu überschreiten. Ich möchte nicht, dass du die überschreitest. Und die Grenze ist nicht zwischen dem Land, das ich gerade befreien will, bei Risiko und meinem eigenen Land, sondern die Grenze ist halt zwischen meinem Bereich und dem Rest der Welt. Mein Bereich ist irgendwie
was mit mir passiert, also mit meinem Körper, mit meiner Zeit und mit den Teilen in der Umwelt, die ich als zu mir gehörig ansehe, also irgendwie mein Schreibtisch oder meine Kaffeetasse oder mein geliebter Typo-3-Kuli oder mein Rechner oder mein Kuschelkissen oder so oder die Flauschkatze, mit der ich zusammen wohne oder irgendwie sowas. Und für die Sache mit dem Bereich und den Grenzen ist wichtig, zum einen zu wissen, wo ist eigentlich meine Grenze, damit ich sagen kann, du überschreitest sie gerade, du kommst gerade rein, bitte nicht, nein. Erstaunlich vielen Leuten ist nicht so ganz klar, wo ihre Grenzen sind. Deswegen haben die auch Schwierigkeiten zu sagen, du bist gerade über die Grenze getreten, weil ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo die Grenze ist. Und es ist wichtig, die Grenzen zu kennen, zu erfahren, also in den verschiedenen Aspekten irgendwie, wie weit lasse ich heute Leute an meinen Körper ran, wie weit lasse ich Leute über meine Zeit verfügen oder nicht, wie weit ist mir der Autonomie wichtig, wie weit lasse ich Leute an meinen Rechner oder nicht, mit welchen Accounts und so weiter. Dann ist es wichtig, diese Grenzen kommunizieren zu lernen. Also die einfachste Variante ist einfach Nein zu sagen. Die erweiterte Variante wäre, es ist okay, wenn du irgendwie so weit an mich rankommst, aber bitte nicht näher heute. Oder es ist okay, wenn du das und das für mich mitplanst, aber bei den und den Sachen bitte vorher fragen. Und es ist auch wichtig, die Grenzen von anderen zu akzeptieren oder zu respektieren. Das heißt, wenn jemand sagt Nein, dann heißt es halt Nein. Man kann, wenn man möchte, nachfragen, um das besser zu verstehen. Aber drängeln ist dann halt auch wieder eine Grenzverletzung. Welche Fragen gibt es soweit zum Crashkurs Grenzen und Nein? Was ein Nein ist. Okay, dann bitte ich jetzt die Funk und Fernsehen abzuschalten.